Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jeseko und wir sind in einem neuen Spiel, gerade erst erschienen, Captain of Industries. Und ich habe mal ganz kurz reingeguckt, weiß ungefähr die ersten 2-3 Minuten, was wir zu tun haben. Du kommst nicht vorbei, ist die Karte, warum auch immer. Sie soll herausfordernd sein, aber das lieben wir ja auf meinem Kanal. Und natürlich sind wir Admiral, das heißt, wir nehmen hier einfach mal direkt den höchsten Schwierigkeitsgrad. Der Seed ist zufällig, damit ihr es wisst. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Und da sind wir angekommen. Der Ladebalken, den habe ich rausgeschnitten, sofern ich dran denke. Hat ein bisschen gedauert, aber das soll uns nicht aufhalten. Willkommen, Kapitän. Kapitän, wir haben soeben angedockt. Sowohl unser Schiff als auch das örtliche Schiffsdock werden größere Reparaturen benötigen. Und da bin ich raus. Grafik ist das Spiel jetzt nicht das Beste, aber Grafik ist halt auch nicht das, was hier an erster Stelle steht. Es ist ein bisschen, ich würde sagen, wie Factorio, nur dass wir auch noch eine Siedlung dabei haben, die wir hier an dieser Stelle haben. Die Leute haben Bedürfnisse, werden wir natürlich erfüllen müssen. Wir haben bestimmte Arbeiter, worauf wir achten müssen. Sehr, sehr viel, worauf wir achten müssen auf jeden Fall. Und das werden wir im Laufe des Spiels merken. Deswegen würde ich sagen, warten wir auch gar nicht so lange. Ihr seht schon eine riesengroße Insel. Ich komme allerdings nicht überall hin. Sehr bergig das Ganze. Ich muss noch gucken, wie ich da hochkomme. Aktuell weiß ich das nicht. Der Anfang wird uns ein bisschen vereinfacht. Wir haben nämlich hier ein tolles Gebäude und das können wir abreißen. Da bekommen wir Eisenschrott raus, Beton und Elektronik. Mein Ziel ist es jetzt, dass wir genau diese drei Materialien relativ früh anfangen selber zu produzieren. Einfach nur deswegen, dass wir hingehen können und keine Probleme kriegen, wenn das Ganze ausläuft. So, starten wir erstmal, um die ersten Sachen reinzukriegen. Wie gesagt, ich weiß auch noch nicht so hundertprozentig, wie das alles funktioniert, aber das sollten wir jetzt hier auch gemeinsam erreichen. Eine Köhlerei hört sich gut an, Hochofen, Metall. Metall ist immer gut. Würde ich fast sagen, fangen wir auch mit an, oder? Wir bauen mal. Oh, ist das klein. So, ich habe auch die letzte Zeit sehr, sehr viel Factorio gespielt. Da soll ja auch demnächst eine große Erweiterung kommen. Da bin ich mal mega gespannt drauf. So. Ein Hochofen setzen wir mal und da ist mein Hund schon unterwegs. Kann ich das? Moment. Ja, ich kann das direkt anschließen. Dann habe ich dazwischen keine großen Schwierigkeiten, würde ich sagen. Was kommt denn da raus? Okay. Also. Und setzen das andere direkt daneben. So, dann kriegen wir aus einem, das soll jetzt hier reinlaufen. Ich hoffe, das funktioniert. Werden wir gleich sehen, ob es klappt. Ihr seht schon, die ersten Autos fahren. Wir haben jetzt hier eine Baumerntemaschine. Dem weisen wir direkt mal hier zwei LKWs zu, damit er nicht ganz alleine ist, weil wir die Bäume dann in der Köhlerei brauchen. Und können hier unten dann sagen, wo wir Bäume abernten. Nehmen wir erstmal hier die in der Nähe stehenden. Gut, als nächstes werden wir direkt mit der Forschung anfangen. Was, Kapitän? Wir haben soeben angedockt. Ja, sehr schön. Habt ihr angedockt. Was wollte ich denn machen? Jetzt habe ich es vergessen. Das ist doch wieder typisch. Genau. Nee, Hilfe wollte ich nicht haben. Hilfe, weg. Irgendwo habe ich ja schon mal gesehen, dass es... stimmt, wir brauchen noch die Schmelze. Sonst funktioniert das ja nicht. Gut, das klappt. Ich baue das mal lieber... Nee, eins weiter. So hätte ich es gerne. Gut, das hätten wir. Rohrleitung brauchen wir noch nicht. Forschungslabor. Das war das Gebäude, was ich gesucht habe. Setzen wir mal hier hinten hin, damit wir dann auch mit der Forschung zeitnah anfangen können. Unsere Einwohner, da müssen wir auch immer darauf achten, dass die glücklich sind. Verschiedene Lebensmittel erhöhen die Zufriedenheit. Die Zufriedenheit hat dann wieder Auswirkungen, wie viele neue Einwohner wir dazu bekommen. So das, was man sich eigentlich auch denken kann. Wir kriegen hier noch so eine Zusatzwährung. Die haben wir hier oben stehen. Das ist die Einigkeit. Mit Einigkeit können wir nachher Waren kaufen, wenn wir im Handel sind. Soweit habe ich mich da schon erkundigt. Und die bekommen wir dann halt hier von unseren Einwohnern. Deswegen ist es sinnvoll, die auch bestmöglich zu versorgen an der Stelle. Ob das dann so alles funktioniert, sei mal dahingestellt. So, unser Schiff muss natürlich repariert werden. Wir sehen schon, das klappt nicht so ganz. Schiffsdock ist mit Fracht überladen. Ja, das finde ich gut. Und reparieren können wir es nicht, weil Shipyard needs to be repaired first. Das Spiel ist noch nicht komplett ins Deutsche übersetzt. Das macht die Community, die das hier übersetzt. Und hier können wir mal kurz einen Blick ins Forschungsmenü werfen. Und ihr seht schon, das ist etwas viel. Mein Ziel ist es natürlich, hier hinten nachher
eine Rakete ins Weltall zu schicken, wie wir das auch aus anderen Spielen kennen. Jetzt zuerst aber mal wollen wir mal kurz gucken. Konstruktion haben wir nicht. Rohre hätten wir. Das heißt, ich werde mit Lebensmitteln oder Konstruktion anfangen. Ich würde sagen, wir fangen hier mit Konstruktion an, damit wir schon mal zwei Waren herstellen können. Also, gucken wir mal. Da beschwert sich einer. Hochofen benötigt eine Förderanlage. Hast du doch. Ach, um Abgas. Genau, wir müssen uns auch um Abgas kümmern. Ja, Umweltverschmutzung bin ich Fan von. Nicht wirklich. Lebensmittelmarkt, Unterkünfte, Abfallsammelstelle. Die können wir auch mal eben bauen, damit ich das ein bisschen mülllos werden kann. Den Müll können wir dann, denke ich mal, verbrennen oder sonstiges mitmachen. Ich muss hier mal gucken, weil ich nicht genau weiß, wo die einzelnen Sachen sind. So. Gut, damit sollte dann bis zum Schmelzen erstmal alles funktionieren. Okay, du hast schon das erste Problem. Ausgabe voll, benötigt Förderstrecke. Oh. Das war wohl eine dumme Idee. Wie werden wir das denn los? Wir müssen das Gebäude abreißen, weil das können wir so nicht lassen. Da haben wir schon die ersten Waren verloren. Hab ich das nicht wieder gut gemacht? Direkt zum Anfang. Irgendwann werde ich mir auch merken können, wo die ganzen Sachen sind. So, keine Sorge. Ist ja noch ein bisschen Zeit bis Weihnachten, ne? So. Hier können wir dann aber jetzt direkt den nächsten Schornstein dran setzen diesmal. Damit müsste das dann auch funktionieren. Mal gucken, ob ich recht behalte. Konstruktion läuft. Und was muss man als nächstes machen? Ich bin jetzt schon weiter als eben, wo ich mir das Spiel mal angeguckt habe. Von daher werde ich ja auch mal ein bisschen gucken müssen, wie das dann funktioniert. Hier kommen wir ins Forschungsmenü. Wird natürlich, glaube ich, etwas dauern, bis wir das haben. Damit das nicht zu lange wird, lassen wir direkt mal auf schneller stellen. Ja, wir haben keine weiteren Gebäude. Forschung ist aber sehr, sehr langsam. Fehlt hier was? Nö. Wir könnten eine zweite Forschungseinrichtung bauen. Vielleicht geht es dann schneller. Labor ist bereit. Ja, das wissen wir. Ich möchte jetzt, muss ich ehrlich sagen, nicht zu viele Waren ausgeben. Wir spielen halt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Das heißt, wir haben hier auch nicht unendlich. Wir müssen also wirklich gucken, dass wir hier Eisenschrott, Beton und sowas alles zusammenbekommen. Sonst werden wir hier nicht lange überleben, würde ich sagen. Okay, Eisenschrott wird hier eingeschmolzen. Zeige 60 Sekunden. Ja, das ist doch schon schöner. Ja, ja. Da ist auch schon das ganze Holz abgetragen. Und ihr seht schon, so viel Holz haben wir hier gar nicht. Wir müssen also schauen, dass wir ziemlich zügig eine Kohleverarbeitung bekommen. Sonst, denke ich, wird das hier nichts. Okay, die Forschung ist gleich durch. Gehen wir mal ein bisschen auf langsamer. Wir müssen das Ganze ja nicht übereilen, würde ich sagen. Und ich warte darauf, dass die Konstruktionen fertig werden. Da hat irgendwas blub gemacht. Ich weiß aber nicht was. Was haben wir denn hier? Förderstrecken. Wir kriegen ja für Schmelze, Rohrleitung, bringt mir nichts. Dann könnten wir den Dampf loswerden. Da ist was passiert. Die Forschung ist durch. Dann gehen wir jetzt mal auf die Nahrung. Die darf uns natürlich auch nicht ausgehen. Sollte dann jetzt das nächste Ziel sein, denke ich. Und wir schauen mal, was wir jetzt hier an allgemeinen Maschinen bekommen. Das ist die Montagehalle. In der können wir drei verschiedene Waren herstellen. Das heißt, wir werden sinnvollerweise, glaube ich, grün rein, direkt mal einmal, zweimal, dreimal. Direkt drei Stück bauen, dass wir alle Waren herstellen können. Ich denke erstmal, das dürfte das Sinnvollste sein. Ich weiß auch nicht, ob wir von der einen in die andere was liefern müssen. Dann wäre es halt sinnvoller, die Reihe zu schalten. Aber ich denke mal, so wie in allen Spielen dieser Art, werden wir das im Laufe der Zeit sowieso alles neu bauen. Von daher ist das jetzt erstmal so in Ordnung, würde ich sagen. Okay, warum braucht ihr so lange? Achso, weil ihr die Waren von hier unten holt. Ja, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Holz haben wir auf jeden Fall genug. Vielleicht nehmen wir einen weg, damit wir mehr Waren gleichzeitig transportieren können.
Ah, wir können das schon einstellen. Ja, sehr schön. Nehmen wir hier die Bauteile. Hier im zweiten nehmen wir das mittlere. Und hier nehmen wir das untere. Das heißt, wir brauchen Gummi und Kupfer, damit wir hier Elektronik herstellen können. Da müssen wir dann gleich mal gucken, ob wir das in der Forschung dann ein bisschen priorisieren. Ich baue mal ein zweites Forschungsgebäude. Das dauert mir wirklich zu lange. So. Ich hoffe, das geht. Ja, nicht, dass wir nachher die Waren nicht mehr haben, die wir hier so dringend brauchen, ne? Was brauchen wir hier? Genau, wir müssen auch hier bei der Abfallwirtschaft eigentlich noch einen Ablageplatz für Müll machen. Hier Verkippungsgebiete. Wo schütten wir das dann mal hin? Ich würde sagen, machen wir hier mal so eine Reihe. Können die da den Müll hinschicken? Geht das so? Vielleicht können wir auch mit Müll eine Rampe bauen, um dann hier hochzukommen. Maßnahme wäre eine Möglichkeit. Ja. Können wir hier außen rumfahren? Weil wir müssen irgendwie hier oben drauf kommen. Ich denke, den Platz werden wir auf jeden Fall brauchen. Wird sich aber zeigen, bin ich mir sicher, wie wir das hinkriegen. Erstmal versuche ich... Oh, wir haben die Forschung schon fertig. Sehr schön. Dann gehen wir weiter. Handel will ich jetzt nicht haben. Was haben wir denn hier noch drin? Fahrzeuge, Bergbau. Bergbau ist, glaube ich, das, was wir jetzt brauchen, weil ich sehe hier schon Eisenerz, Hochofen. Das haben wir doch schon. Ah, ein neues Rezept. Womit wir das dann mit Eisenerz machen können. Und dann gehen wir auch Richtung Kupferverarbeitung, würde ich sagen. Ja. Machen wir hier. Forschung wird gestartet, dass wir hier schon mal reinkommen, um die ersten Erze abzubauen. Hat hier irgendwas? Ja, das erste arbeitet schon, das verbraucht aber Beton. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Konstruktionsteile, gut, die brauchen wir sowieso. Also passt das. Hier arbeitet auch was und hier wird auch Elektronik hergestellt. Ja gut, kann ich erstmal sagen, finde ich okay so. Was machst du hier unten? Warum warst du da unten, Kollege? Na, weißt du sicher selber wieder nicht. Ne? So ist das doch meistens im Spiel. Wir hatten eine Forschung durch, und zwar Lebensmittel. Wir können jetzt anfangen, auch irgendwelche Felder hier anzulegen. Ich weiß nicht, ob ich die da haben will. Ist da was? Ich baue die einfach mal hier so schön an den Hafen. Ja, machen wir. Ich habe erst überlegt, ob das so sinnvoll ist, das in der Nähe vom Hafen zu haben, aber so viel Platz haben wir jetzt auch nicht, denn ich möchte hier unten nachher vielleicht noch ein paar Wohnhäuschen hinbauen in die Ecke. Da müssen wir dann halt auch ein Auge drauf haben. Fahrzeuge und Bergbau. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, nicht einfach. Können wir denn irgendwo sehen, was wir für Erze haben? Ebenen, Einigkeitswerkzeug, Kopie, interessiert nicht. Planungsmodus? Ja, Planungsmodus ist eigentlich auch immer cool. Ich hätte gerne irgendwie... Okay, eine Karte, Handel. Ah, okay, wir können uns also auch die Waren kaufen, die wir brauchen. Boah, Diesel können wir nicht kaufen. Das heißt, wenn wir keinen Sprit mehr haben, könnte das ein Problem darstellen. Also was ich suche gerade, ist irgendwie so eine Übersicht, was wir für Erze haben. Weil ich sehe jetzt, hier ist irgendein Erz drin, hier ist ein Erz drin. Ich denke mal hier Eisenerz, Kupfer, aber sicher bin ich mir nicht. Und was das ist, keine Ahnung. Da ist was fertig geworden. Ich mache mal ganz kurz auf langsamer und wähle die nächste Forschung aus. Hier habe ich jetzt gesagt, dass wir den Handelshafen will ich eigentlich noch nicht bauen. Wollen wir Strom? Strom brauche ich gerade noch nicht. Das heißt, ich gehe mal in die Betonherstellung. Oh, dafür brauche ich die drei doch. Na gut, dann machen wir weiter. Handelshafen, kann ich das direkt in den Bau? Ja, super. Mit Warteschlange und danach gehen wir hier zur Betonherstellung. Das sollte das Ziel sein und dann gehen wir in die Kupferverarbeitung, da ich die als sinnvoll achte und danach kommt Gummi. Und ich meine, dass wir dann alles herstellen können. Bin mir aber nicht sicher. So, wie viel haben wir denn noch übrig? Okay, das sieht ganz gut aus. Ich suche immer noch die Möglichkeit zu sehen, welche Erze wir haben. Haben wir doch gerade was erforscht, oder nicht? Genau, jetzt kommt Unterkünfte nicht. Bergbau-Kontrollturm. Dafür brauchen wir ein Fahrzeugdepot, ermöglicht
den Bau von Fahrzeugen wie Lastwagen und Baggern. Ja gut, das brauchen wir sowieso. Bauen wir mal hier vorne einfach hin und einen Bergbaukontrollturm. Ich denke mal, könnte das Kohle sein? Ja, wenn das Kohle ist. Wir gucken mal, wir bauen das einfach mal hier hin und dann schauen wir mal, was daraus wird, weil gerade brauchen wir Kohle, damit wir aufhören können, Bäume hier platt zu machen. Das stört mich ein bisschen. Was haben wir denn? Einigkeitswerkzeug, was ist denn das? Ja, nee, nicht das, was ich suche. Das habe ich gesucht. Was ist das? Braun? Kohle? Da hatte ich recht. Eisenerz? Hatte ich auch recht. Was ist das? Grundwasser? Okay. Und das hier ist, ja, Kupfer. Was ist denn das Weiße hier? Weiß-grau? Ach, Kalkstein. Können wir den Berg abtragen oder wie? Und da ist Rohöl ein bisschen, ja, okay. Das heißt hier Kalkstein, ja, okay. Okay, okay. Bin ich erstmal fein mit. Schade, dass ich nicht weiter rausrollen kann. Gold, okay. Das ist wiederum das Dunkelbraune, das dürfte Kohle sein. Ja, gut, na gut. Wir kommen also oben drauf, weil sonst wären hier nicht so viele Sachen drauf. Weiß nur noch nicht ganz wie. Aber gut, das wird kommen. Wir werden das herausfinden. Handelsdock läuft. Forschung ist da gleich durch. Und jetzt haben wir gerade gesagt, genau, dass wir hier ein... Was brauchen wir denn hier? Ich denke ein Bagger. Damit wir Kohle abbaggern können. Und hier keine Holzkohle mehr brauchen. Ja komm, dann baue ich da mal noch so einen LKW dazu. Der Bagger läuft, die Waren sind da, da brauchen wir Fahrzeugteile für, ja gut. Gucken wir mal. So, was machen wir denn hiermit? Das sieht ein bisschen komisch aus. Ah, okay, damit wählen wir aus, wo er abarbeiten soll. Finde ich hier ganz gut. Und was soll er mitnehmen? Nee, Abfall nicht. Also, wir wollen ja hier nichts verkippen. Ah, okay, okay, okay. Ich habe das ein bisschen, glaube ich, falsch interpretiert. Das ist nicht das, wo wir abbauen, sondern das, wo wir hinschütten. So. Verwalteter Bereich, zugewiesene Lastwagen, okay. Gehen wir da mal einen rein, den haben wir ja gebaut. Und den Bagger, sobald er fertig ist, können wir dann jetzt auch da rein tun. Keine Bergbaugebiete im Bereich gefunden. Das ist die Frage. Bergbaugebiete. Ja gut. So, dann gucken wir mal, dass wir hier Kohle abbauen. Mal gucken, ob das so funktioniert. Machst du jetzt was? Irgendwie hier unten solltest du doch... Muss das... Nee. Irgendwie kein Bergbaugebiet im Bereich des Bergbaukontrollturms. Aber, ach so, muss das etwa... Ah, okay, okay. Das heißt, wir brauchen jetzt noch einen zweiten Bergbaukontrollturm, hier oben. So, und wir brauchen noch einen dritten für das Eisenerz. So. Für das Kupfer meine ich, Entschuldigung. Bedeutet, wir brauchen zwei Bagger und zwei davon. Jetzt kommt dann der nächste Punkt, weil wir ja Kupferplatten brauchten. Was ist das denn? Au, Bauteile für LKW. Das heißt, wir brauchen hier, muss ich überlegen, wo war denn das? Wir brauchen also noch, nee, nicht Stückgutlager. Das haben wir genug. Das wollen wir nicht. Wo war denn die Montagemaschine? Ach hier. So. Brauchen wir noch eine weitere, weil wir jetzt eine neue Ware bekommen haben. Da ist Betonherstellung abgeschlossen. Und dann gehen wir jetzt auf die Kupferveredelung, damit wir Kupferplatten kriegen.
So. Wir waren aber noch das Leuchtfeuer, glaube ich. Nee, irgendwas wollen wir mal erforschen. Ach, Beton kommt jetzt erst. Okay. So, hier kommt dann. Was haben wir denn? Da die Bauteile hatten wir neu. Gut, damit stellen wir auch die her. Ihr merkt schon, ich versuche das trotz allem immer so ein bisschen zügig zu schaffen. Keine Fahrzeuge, ja, läuft super. Dann bauen wir hier noch ein Bergbaugebiet. Oh. Ich würde es eigentlich gerne. Kann es nicht gerade machen? Geht das so? Weil hier müsste ja auf jeden Fall was drin sein. Und hier sollte man dann auch das andere Zeug herkriegen. Wollte ich nicht. Ja, dir fehlt ein Bagger, ich weiß, aber warum auch immer, wir haben keine Bagger. Warum nicht? Warum haben wir keine Bagger? Ah, ist noch nicht so. Ist noch nicht so weit. Weil wir keine Fahrzeugteile haben. Beschleunigt die laufende Konstruktion, indem wir fehlende Materialien sofort geliefert werden, ohne auf Lastwagen warten zu müssen, die sie liefern. Die zu liefernden Materialien müssen im Lager oder auf dem Schiffsdock verfügbar sein. Weiß ich nicht, sind die das? Sind sie es? Ich weiß nicht. Ah, okay, wir produzieren auf jeden Fall welche. Das heißt, dann sollte der LKW auch bei Zeiten fertig werden. Na gut, na gut, na gut, na gut. Wie viel haben wir noch? Okay, es wird weniger. Wir haben nur noch 300 Elektronik. Wir schauen mal schnell nach. Wo machen wir die genau? Hier. Okay, wir produzieren sie eben. Heißt also, Gummi ist unser größtes Problem aktuell. Da haben wir noch in der Klammer steht, ich weiß, hoffe, ihr könnt das lesen, da steht 36. Ich hoffe mal, dass es ausreicht. Wartungsdepot wäre vielleicht eine Maßnahme. Oh, 0% haben wir Wartung. Ja, vielleicht sollten wir ein Wartungsdepot bauen. Könnte sinnvoll sein, muss aber nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Jedenfalls, wir haben jetzt. Können wir das mal. Warte mal, wir machen das mal hier. Nee, nicht in Betrieb, wir pausieren das. Denn ich möchte, dass hier eigentlich die andere Kohle drin ist. Das Gebäude brauchen wir aber nochmal, damit wir Erz herstellen können. Weil hier rüber wird jetzt hier Schrott. Ah. Wir können mal. Ah nee, das da oben läuft noch nicht, ne? Jetzt läuft das. Das heißt, ich höre jetzt hier auf, Schrott zu verarbeiten. Und er soll jetzt Eisenerz verarbeiten mit Kohle. Kohle produzieren wir schon Eisenerz. Das heißt, die Sache läuft auch ohne die Köhlerei automatisch. Und wir haben hier noch ein paar Bäume übrig. Hier fehlt halt immer noch der Kollege. Ja, da fehlt er auch noch. Wie sieht denn das aus? Ja, ein Bagger ist durch. Entschuldigung. So, Fahrzeugteile fehlen. Aber. Und. Okay, die Reihenfolge ist jedes Mal anders. Aber wir produzieren auf jeden Fall welche. Für mich heißt es jetzt, wenn wir Kupfer haben. Keine Ernte, kein Platz, Produkte zu verkippen, das ist mir. Warte mal, das ist mir, glaube ich, nicht egal. Ach doch, das ist mir egal, weil das liegt an dem LKW, der war unterwegs. Haben wir hier überhaupt schon mal Kohle rausbekommen? Weil gerade bekommt er ja nur Erde aufgeschüttet. Ist nicht mal voll. Gestein. Bin mir da noch nicht so sicher, ob der überhaupt Kohle abarbeitet. Ah. Warte mal, können wir Verkippungsgebiet machen mal.
Darf, macht er das jetzt? Ja, okay, okay. Jetzt schüttet er da Erde auf. Ja gut, das kann er meinetwegen mal machen. Da bin ich jetzt mal nicht so. Ich will ja erstmal gucken, dass das Ganze hier irgendwie halbwegs läuft. Du aßt Kupfererz und weißt nicht, wohin damit. Ja gut, das stimmt. Das haben wir ja auch noch nicht fertig. Der Barra fehlt noch. Jetzt können wir uns also mal um die tollen Sachen kümmern. Was? Ein Brecher? Was machst du denn? Zerkleinert Erz in feinkörnige Materialien, damit sie in der Weiterverarbeitung verwendet werden können. Das heißt doch eigentlich... Ja, was heißt das? Dass ich das Eisenerz erst hier kaputt machen muss? Führt Kalzinierungsprozesse bei hohen Temperaturen durch und wird zur Herstellung von Zement verwendet. Ja gut, das soll mir ja mal egal sein. Metallgießerei. Muss ich hier das Kupfer erst klein machen? Wo? Ach, die Kupferveredelung läuft noch, deswegen können wir machen, was wir wollen. Ja, was fehlt denn da? Immer noch was? Und das Gebäude wird nicht fertig, weil wir Konstruktionsteile brauchen. Konstruktionsteile brauchen fehlende Materialien. Was fehlt? Holz. Oh. Holzfäller. Ich gebe dir da mal ein bisschen, ne? Hier, Bäume. Machst du? Ja. Gut. Dann kriegen wir auch die Konstruktionsteile und das Gebäude wird mal irgendwann hoffentlich abgeschlossen. So, was haben wir denn hier? Unsere Farm. Es regnet, das ist sehr schön. Damit bekommen wir doch jetzt hoffentlich ein paar Lebensmittel. Und vor allem hoffentlich mal die Kupferveredelung fertig. Ja, der Lastwagen hat keinen Bagger. Irgendwie geht das hier nicht wirklich weiter, oder meine ich das nur? Halten wir mal die Maus daneben. Doch, geht weiter. Ich habe die Maus nicht bewegt, aber der Balken wurde voller. Na gut. Heißt also, da geht's weiter. Wir haben genug Arbeiter, Nahrung, 17 Monate. Ja, reicht, reicht. Ich habe höchstens Nahrung für eine Woche immer im Haus, also soll mal ruhig sein. Obwohl, wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht, ob das schon gut ist. Was ist das denn, was die hier brauchen? Ich will jetzt auf jeden Fall erstmal den Bagger fertig bekommen. Oh, das Gebäude braucht Strom. Das ist natürlich auch schon wieder so eine Sache für sich, ne? Heißt, wir müssen in die Stromsache diese Generator... Ach, wenn es weiter nichts ist, kein Problem. Bitteschön. Da ist was passiert. Kann man kurz auf langsamer stellen. Die Forschung ist durch. Wir haben zu wenig Strom. Ja, wunderbar. Kupferveredelung ist durch. Gummi war mein Ziel. Warum ist das orange? Weil irgendwas dafür fehlt. Ja, Diesel... Forschung starten und dann Gummi hinterher. Passt. Oder? Ja, das sollten wir machen. Diesel brauchen wir. Synthetischer Gummi. Sinnvoll. Gucken wir mal, ob das so funktioniert. Ist mein Bagger mal endlich fertig? Immer noch nicht. 34 haben wir. So, du hast Eisenschrott, den du nicht los wirst. Ja, okay. Mir egal. Kupfer war fertig. Das heißt, wir gehen nochmal in die Metallverarbeitung. Hier können wir Kupfer schmelzen im Hochofen. Ja, nehmen wir den Hochofen. Den stellen wir diesmal allerdings dann auf Kupfer ein. Machen wir ein bisschen Abstand zum anderen. Kommen wir mal hier hin. Dann kommt der hier. Die verbinden wir natürlich sofort mit einem Rinne für Schmelze. So. Und dann gucken wir erstmal, was wir daraus überhaupt machen. Ob ich da auch zwei baue, ich denke schon, langfristig auf jeden Fall. Aber für den Moment bin ich mir da noch nicht so ganz sicher. Hier brauchen wir jetzt noch unter Recycling den Schornstein, damit wir auch das hier vernünftig laufen lassen können. Sehr schön. Und was wir noch haben, das war neu, Regenwassersammler. Der braucht Teile plus Holz und damit könnten wir den, setzen wir mal hier oben drüber. So, will er da rein? Ich bin mir noch nicht so sicher, weil die Stadt, das haben wir ja gesehen, die braucht auch Wasser. Ist das Regenwasser?
das Wasser, was die Stadt braucht. Gut, hier haben wir auf jeden Fall noch Metallschrott, Elektronik ist auch noch ein bisschen da. Ich hoffe, dass wir die Elektronik bald bauen können. Denn hier fehlt uns auf jeden Fall einiges. Kupferschrott, nee, wir nehmen Kupfererz. Dass wir das schon mal richtig haben. Gut, hier kommt eh keine Eisenplatten rein, also können wir das theoretisch so lassen. Aber wir machen es mal aus, dass er hier Kupferplatten herstellt. Und die bringt er dann hier runter und wird mit Gummi zur Elektronik. Heißt, wenn wir Gummi haben, sollten wir alle Bauteile zusammen haben. Also alle Sachen, die wir brauchen, um Gebäude zu bauen. Dann schauen wir nämlich als nächstes noch, wie wir Diesel bekommen. Wenn wir Diesel herstellen, sollten unsere Grundsachen, denke ich, eigentlich ganz gut stehen. Wir haben nur noch 2 Eisenplatten, Kartoffeln gehen auch runter. 15 Monate, okay, vielleicht sollten wir uns über nach und doch Gedanken machen. Ich dachte zumindest, dass wir ein bisschen was reinkriegen. Das Gebäude ist auch noch nicht fertig. Was soll das? Ich hätte gerne Regenwasser gesammelt. Ihr Menschen. Das ist auch sehr schön abgebrochen. Was haben wir denn? Statistiken? Oh nee, da muss ich ja lesen. Ich mag das nicht, in Spielen lesen zu müssen. Weltkarte hatten wir. Ja, gut, Forschung. Wir müssen warten, dass wir den Diesel fertig kriegen. Das ist jetzt die Frage, weitere Forschungsgebäude? Nee, wir sind ja eh noch Gebäude am Bauen. Machen wir uns mal gar keinen Stress jetzt. Ist denn unser Bagger? Nein. Wobei doch, jeden Moment haben wir einen Bagger. Ah, und ready, 100%. Sehr gut. Hier kommt jetzt dann der fehlende Bagger. Und wir sollten theoretisch... Sollte nicht klappen, weil... Wir haben nämlich hier wieder was vergessen. Und zwar, wo laden wir den ganzen Schund ab, den wir hier übrig haben? Bitteschön. Du darfst da Schrott hinlegen. Und du, Kollege, darfst hier Schrott hinlegen. Bin mir noch nicht so sicher, ob das dann so funktioniert. Aber wir werden das sehen. Du hast ja das Problem. Kein gültiges Ziel für Kupfererz. Ja, das weiß ich. Das weiß ich. Das ist aber auch noch okay, weil das Gebäude ist immer noch nicht gebaut. Warum ist das pausiert? Weil wir keine Bauteile haben. Warum haben wir keine Bauteile? Weil er noch irgendwas anderes baut. Natürlich baut er erst den Zwischenschritt. Ah, Mann! Ja, hier fehlen auch noch Bauteile. Er bringt die sogar hier runter. Das Regensammler ist ihm also wichtiger. Ich verstehe. Ah, nee. Die Wartung ist ihm wichtiger. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Ja, doch, verstehe ich. Wir haben nämlich nur noch einen Zustand von 28% bei unseren Fahrzeugen. Vielleicht bauen wir hier mal ein zweites Gebäude hin, was dann auch die Konstruktionsteile herstellt, würde ich sagen. Oder, was meint ihr? Es läuft auf jeden Fall noch durch. Kostet natürlich Unmengen Holz. Jetzt ist die Frage, wie bekommen wir denn neues Holz? Mal angenommen, wir haben keins mehr. Weil es ist nur noch eine Frage der Zeit, dann ist das weg. Würde ja bedeuten, dass wir eigentlich unser Schiff reparieren sollten, ne? Aber das machen wir erst dann, wenn wir alle diese Teile selber produzieren. Obwohl, warte mal, you need to research Technologie. Ja, das interessiert mich doch nicht. Ich will auch nicht wissen, weil ich alles noch researchen muss. Aber hier haben wir schon 11 Teile drin. So, du kannst natürlich nichts abladen wegen mangelndem Eisenschrott. So, aber ich schaue gerade rüber, sehe, wir sind bei 35 Minuten. Ich würde sagen, ich lasse das laufen, bis die Gebäude fertig sind und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr hattet einen guten kleinen Eindruck gehabt, wie das Spiel aussieht. Habt ein bisschen Spaß daran. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, euer Joseko. Ciao, ciao.